Da geht's zur Küche, da will ich aber erstmal nicht hin. I'll try my best. Now what have we got here? I do believe I recognize these goddamn chest. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich erkenne diese verdammte Truhe. Kniet neben der Truhe nieder und streicht mit den Händen darüber. By Andra's salty bosom. Romaro holds this chest from one end of the dead fire to the other. Bei Andras salzigen Busen. Ja. Welchen von den sechs? Romaro hat diese Truhe von einem Ende des Todesfeuers zum anderen geschleppt. Sind Hinweise drin? Er klappt den Deckel auf, doch die Truhe ist leer. Seraphine scheint jedoch noch nicht enttäuscht zu sein. Er greift in die Truhe, tastet herum, bevor er mit einem klingenden Geräusch belohnt wird. Ein falscher Boden gleitet aus der Truhe heraus. Er enthält ein gefaltetes Blatt Pergament. Seraphine nimmt es sich und riecht daran. Er atmet tief ein. Ah ja, der Geruch muffiger Piratennotizen. Was steht da? Nehmen wir die zwei. No worse sense come out of chests like these, Captain. Trust you me. Aus Truhen wie dieser sind schon schlimmere Gerüche entwichen, Captain. Das kannst du mir glauben. Er faltet den Brief auseinander, räuspert sich und beginnt zu lesen. Dear S, that be me. I knew you'd seek me out. Please abandon the trail here. I fashion this predicament for my own. And I not have you lock its weight round your own ankles. Lieber S, das bin ich. Ich wusste, du würdest mich suchen. Bitte lass an dieser Stelle davon ab. Ich habe mich selbst in diese Zwangslage gebracht und mir wäre es lieb, wenn du dir ihr Gewicht nicht auch noch um die Knöchel hängst. If you find yourself imperiled, seek Udina at Magic Water. She can help. Wenn du dich in Gefahr befindest, such Udin im magischen Wasser auf. Sie kann helfen. Seraphine wird still und starrt die Seite noch ein wenig länger an. Du hörst einen stockenden Atem und er sieht auf. Sein Gesichtsausdruck ist vorsichtig leer. Warum auch immer mir jetzt das Tiefblick eingezeigt wird, weil eigentlich bin ich im Expertenmodus. Kann sein, dass der Spielstand noch ein bisschen durchs Patchen und so verbuggt ist, weil am Anfang war es ja auch so, dass ich noch die Indikatoren für Bereichszauber hatte. Die sind ja mittlerweile rausgepatcht worden aus dem Expertenmodus. Kann sein, dass das hier noch aus Versehen drin ist. Weißt du, wer Udin ist? Was meinst du mit magische Gewässer? Nehmen wir mal den Tiefblick. There be a word or two more, but nothing useful to us. Ei, da stehen noch ein Wort oder zwei, sind aber nicht nützlich für uns. Erfahrt ihr den Brief zu. Du musst es mir nicht erzählen, das zwischen dir und Remaro. Seraphine lächelt schwach und nickt. Weißt du, wer Udin ist? I don't know Udina from Wardmange, but Magic Waters. I know like my own fucking name. When I were a wee lad, fresh on the Sorcerer, Remaro would treat me to the Luminous Bathhouse at Nekitaka. Ich kann Udin nicht vom Warzengrind unterscheiden, aber das magische Wasser kenne ich wie meine eigene verdammte Westentasche. Als ich ein kleiner Bengel war und frisch auf der Zauberer, hat Remaro mich mit einem Besuch des leuchtenden Badehauses in die Kataka belohnt. Er grinst, als er sanft Remaros Truhe schließt, eine Hand ruht auf dem polierten Holz. Ah, the water there shimmered like dawn on the open sea, and I, full flush with the poetic creativity of youth, called it Magic Waters. Das Wasser dort schimmerte wie das Morgengrauen auf der offenen See und ich, voll von der poetischen Kreativität meiner Jugend, habe es magisches Wasser genannt. Sehr poetisch. I know you don't owe me the favor, Captain, but if we could find our way to that bathhouse, I'd not hold it against you. Unless, of course, you asked. Ich weiß, du schuldest mir keinen Gefallen, Captain, aber wenn wir diesem Badehaus einen Besuch abstatten würden, hätte ich nichts dagegen einzuwenden, er zwinkert. For now, though, we've got plunder and pillage before us, aye? Jetzt haben wir erstmal Raub und Plündern vor uns, aye? Jo. Das ist wieder der Zauberer und der Gentleman. Ja, wir haben eine Truhe gefunden, die eines Remaro gehörte und in der sich ein Brief an Seraphine befand. Der Brief sprach von jemandem namens Udin an einem Ort namens Magische Wasser, Gewässer. Remaro habe angeblich eine Person namens Udin im leuchtenden Badehaus im Perigis Aussichtspunkt in Nekataka getroffen. Vielleicht weiß sie, wie man mit Remaro in Verbindung treten kann. Ja. Just a moment, please. It's no trouble. Da ist noch ein bisschen Tant drin. Da sind auch noch Sachen.
Das hier sieht aus, als ob es mal eine Kapelle war. Also hier mit einem Altar. Opfergraben für Skeen hängen an diesem Schrein herum. Oh Gott, ein Skeen-Altar. Eklig. Unberührt. Plus 2 für alle Verteidigung, wenn angegriffen. Vervielfacht sich 5-mal. Klingt nach was für Palegina, vor allem weil da Diplomatie mit dabei ist. Und ich glaube, ich sie auf diplomatisch geskillt habe, oder? Nein, sie ist einschüchternd. Er ist auch einschüchternd. Habe ich überhaupt jemanden diplomatischen dabei? Ja, Alof. Hat Alof noch Ringplätze? Nö. Okay, Palegina, du kriegst den Ring. Also plus, vervielfacht sich 5-mal. Klingt nicht schlecht eigentlich. Sie hat übrigens immer noch Flüche drauf. Edda ebenfalls. Wir müssen dringend mal wieder rasten. So, das heißt, wir gehen jetzt zur Küche runter. Kriegen hoffentlich nichts von der Köchin auf den Kopf. Oh, wir sind jetzt auf der Seite. Well, if you insist. Hope that helps. Nee, tschüss, Jungs. Lasst euch nicht stören. Die Tür ist magisch auf und zu gegangen. Also alles in Ordnung. Der Duft einer kochten Mahlzeit mit starken Gewürzen schaut von diesem Eintopf. Tag. Bei deinem Herannahen zog deine wohlbeleibte Frau erschrocken zusammen. Beim Abwärtsschwung ihres Fleischarbeits, als hätte sie beinahe die eigenen Finger erwischt. Mit einem finsteren Blick hackt sie weiter auf etwas ein, das wie Rippen eines Tieres aussieht. Doch jetzt geht sie dabei etwas vorsichtiger zu Werk. Who are you? And what are you doing here? Wer bist du und was tust du hier? Only Benwith's crew has access to my kitchens. Not that I care, really. Zu meiner Küche hat nur die Mannschaft von Benwith Zugang. Nicht, dass mich das im geringsten kümmern würde. Nicht wirklich. Speak up, so I can hear you. Sprich lauter, damit ich dich verstehen kann. Es kümmert dich also nicht, dass ich mich an einem Ort aufhalte, an dem ich nicht sein dürfte, lebt wo. Ich bin auf der Suche nach Benwith. You won't find him in the kitchens ever. He's Iron Mighty, gold bricking in Captain Aldi's quarters now. Den wirst du niemals in der Küche finden, dazu ist er sich zu gut. Jetzt macht er sich im Quartier von Captain Aldi seinen faulen Lenz. These stairs go back to the court. It's the tower adjacent to this one that leads to Aldi's quarters. Über diese Treppe gelangst du zurück in den Hof und der Turm neben diesem für den Aldi's Quartier. Mit einem Schwung ihres Fleischarbeits holt sie auf eine Treppe im hinteren Bereich der Küche. Dann leb wohl. Oh, Meeresfrüchte-Eintopf. Lecker. Und Alkohol und anderes Zeug. Und das führt wohl runter zum Schiff. Das hier wird die Drake sein. Die wir ja schon kennenlernen durften. Oh, Kacke. Da war ich gerade in jemanden reingerannt. Okay, den Bereich lassen wir mal einfach in Ruhe.
Ja. Der Frachtraum ist leer. Juhu. Kanonenschüsse und eine Pistole. Okay, Kanonenkugeln haben wir schon Maximum. Nicht nachlassen, wenn wir für hier alles picobello haben. Schiffszwieback. Wo sind die neuen Nägel aus der Schmiede hin? Ja, also ich nehme mal an, diese Wachen hier. Macht Haifutter aus diesen Schnüfflern. Sollen wir erledigen. Meri Publices, per Milanis. What do you need? As one. I'll be more than half handy, alright? So, Alof, hau mal ein Flammenschild raus. Seraphin, du löst den da mal auf. Oh, der hat sich schön aufgelöst. What for, Captain? Boy, keeping an eye out. Indeed. Wasser ist okay. Ja, die vier oder was es waren, haben nicht lange durchgehalten. So, das heißt, wir gehen jetzt hoch aufs westliche Bollwerk. Auf dem östlichen waren wir ja schon und haben ein bisschen was angerichtet. Got a spot of blood on you, mate. Du hast ein all's going to plan. Hast einen Flecken Blut an dir, Kamerad. Schätze, alles läuft nach Plan. Ja, die Docks sind frei. Taking the Drake now, then. Head on to the western ramparts and sound the signal. Ich und meine Besatzung holen uns da die Drake. Mach dich auf den Weg zur westlichen Mauer und läute die Glocke. I shall be discreet. You must gather your. Ja. Also bis jetzt ist es nicht schwierig, außer das Rumgeschleiche, weil ich nicht das ganze Fort auf mich aufmerksam machen will. Aber wenn das eh hauptsächlich Drakes Mannschaft ist, dann könnte ich sie auch alle loswerden. Das wird einen ziemlichen Wärm machen, nicht wahr? Ja, das ist das Befehlszelt. Hier, oder? Nee, da weiter hinten. I'm here. What can I do? I'd be glad to. Ah, eine Pike. Weil hier bin ich nicht hochgekommen, weil hier eine Wache ist. Also hier an der Stelle. Hier sind noch Waffen- und Rüstungsständer. Kann ja mal kurz einen Blick runter werfen, aber eigentlich müsste das. Jo. Die Piratenwache da ist unschön.
Klappt irgendwie nicht ganz.